In zwei Tagen feiert Österreich mit gebührender Achtung und großer Freude den 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Staatsvertrages und damit verbunden der Wiedererlangung unserer Unabhängigkeit und Freiheit. Dieser Staatsvertrag ist untrennbar mit den Namen großer österreichischer Staatsmänner verbunden. Einem dieser hervorragenden und herausragenden Staatsmänner wollen wir heute hier in Krems an der Donau ein besonderes Denkmal setzen. Dem Bundeskanzler im Jahre 1955, Ingenieur Julius Raab. Julius Raab wurde am 29. September 1891 in St. Pölten geboren und besuchte nach der Volksschule das Stiftsgymnasium in Seitenstetten. Nach der Matura zog es ihn nach Wien, um seinem Interesse nach entsprechend an der K&K Technischen Hochschule zu studieren. Nach zwei Semestern, wie es unter Umständen bei Studenten so üblich ist, kamen ihm Zweifel, ob das Studium der Bauingenieurschule tatsächlich das Richtige für ihn sei. Und um Zeit zu gewinnen, unterbrach er das Studium und meldete sich als einjährig Freiwilliger beim K&K Sapeurbataillon Nummer 2 in Krems, zu dem er am 10. Oktober 1912 noch nicht ganz 21-jährig auf Staatskosten, wie das so schön in der Chronik heißt, einrückte. Mit der Benennung dieses Platzes und der Aufstellung einer Gedenktafel für Julius Raab haben nun diese Sanierungsarbeiten einen würdigen Abschluss gefunden. Ich möchte es daher an dieser Stelle nicht verabsäumen, mich bei allen, die es ermöglicht haben, dass unsere Anregungen umgesetzt werden konnten, herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön besonders an Herrn Bürgermeister Franz Hölzl, Stadtrat Heinz Stummer, den Beamten des Magistrates und des Stadtgartenamtes, den Lehrkräften und den Schülern der HTL und nicht zuletzt allen Soldaten, Angehörigen und Offizieren der 3. Panzergrenadierbrigade und des Panzerstabsbataillons 3. Als Bürgermeister der Stadt Krems darf ich Ihnen den Beschluss des Gemeinderates vom 2. März dieses Jahres zur Kenntnis bringen, wo die Verordnung erlassen wurde, diesen Platz mit Julius-Raab-Platz zu benennen. Ich danke dem Gemeinderat, dass er diesen Beschluss gefasst hat, in einem Jahr des Gedenkens und Bedenkens, 60 Jahre nach der Wiedererlangung der Freiheit für den Staat Österreich und knapp zum 50. Jahrestag des Staatsvertrages, der uns von den Besatzungsmächten freigemacht hat. Julius Raab war in der Tat ein Baumeister dieses neuen Österreich, ein Baumeister und Staatsvertragskanzler, der durch seine Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit im Umgang mit den vor allem in unserer Gegend ja hier anwesenden russischen Besatzungsmächten zustande gebracht hat, dass nach harten 10 Verhandlungen auch die Russen bereit waren, erstmals in der Geschichte freiwillig ein durch Soldaten besetztes und erobertes Gebiet zu verlassen, wieder freizugeben, sich zurückzuziehen und uns, ganz Österreich, in die Freiheit zu entlassen. Und ich glaube, dass es in schwierigen Zeiten besonders wichtig ist, solchen Herren, solchen Baumeistern des Miteinander die Referenz zu erweisen und daran zu erinnern, dass durch das Miteinander noch immer mehr an Positivem entsteht als durch das Gegeneinander. Nur allzu leicht beginnen wir leichtfertig mit unserer erworbenen Freiheit umzugehen. Nur allzu leicht werden Werte, die die letzten 50, 60 Jahre positiv geprägt haben, in Frage gestellt. Und da ist es uns wichtig, hier und jetzt in der Stadt Krems mit diesem Schritt ein Signal zu setzen. Ein Signal,
das zeigen und sagen soll, schaut, wir wollen einen in unserer Mitte, in unserer Stadt, als Denkmalträger, als Erinnerer, als Mahnmal und als Referenz, der das gemeinsam über das Trennende gestellt hat, der zusammengeführt hat und nicht getrennt. Wir werden mit dieser Tafel hinter mir, mit diesem Platz, mit dem Sapeur Julius Raab, der hier in Krems gedient hat, diesem Mann, diesem Baumeister der neuen Freien Republik, ein lange währendes Angedenken geben. Ich bin überzeugt, dass mit den Soldaten als Partner es auch in Zukunft eine Chance gibt, unser Land im großen gemeinsamen Europa friedlich und gemeinsam durch Handreichen, durch Miteinander weiterzugestalten und weiterzubauen. Das sei uns Auftrag im Gedenken an Julius Raab.